Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 150 Heiligabend, dritter Teil. Mit diesen Worten drückt er ihr den schwarzen Kniesel lieblos an die Brust, so dass sie zwei Schritte zurückstolperte, sie das Tier jedoch zu fassen bekommen hatte. Ohne ein weiteres Wort zu verlieren, zog Severus die Tür mit solcher Wucht ins Schloss, dass es laut knallte. Völlig perplex starrte Hermine auf die geschlossene Tür vor sich, während ihr Kniesel sich in ihrem festen Griff wandte, um hinuntergelassen zu werden. Ihr Herz raste wie wild. Severus' Auftritt hatte sie sehr erschreckt. So zornig hatte sie ihn in letzter Zeit nicht mehr erlebt. Ron hingegen nahm es gelassener, denn er winkte Severus durch die geschlossene Tür hinterher. »Warum winkst du ihm nach?«, fragte Harry irritiert. »Ich winke nicht nach ihm, sondern seinem Verstand. Die beiden gehen jetzt offensichtlich getrennte Wege«, erwiderte Ron todernst. Noch immer völlig verdattert drehte sich Hermine zu den anderen um und stotterte. »Aber was soll das? Wie so gerade eben? Ich war doch die ganze Zeit hier.« Remus und Ginny waren genauso ratlos wie Harry, Ron und Hermine. »Omen!« Hermine hielt sich eine Hand vor den Mund. »Was, wenn jemand viel Safttrank genommen hat und jetzt als ich hier im Schloss rumläuft?« »Was solltest du einen Blödsinn verzapfen?«, fragte Ron abwinkend. Harry legte ihm eine Hand auf die Schulter und sagte, »Jemand wie wir oder schon vergessen, was wir als Schüler so angestellt haben?« Ginny verneinte. »Es sind nur Meredith und Gordian hier und werden so einen Unsinn nicht verzapfen. Allein deswegen schon nicht, weil Gordian in Slytherin ist.« »Und einer von den anderen?«, fragte Remus. Harry schüttelte den Kopf. »Filch macht so etwas nicht. Außerdem kann er den Trank gar nicht brauen. Svelte hat seit Ferienbeginn seinen Kabuff nicht verlassen, weil er sein Buch überarbeitet, und Pomona, Minerva, Albus, keiner von denen würde solche Späßchen treiben.« »Vielleicht hat er sich das nur eingebildet?« Ron machte mit einem Zeigefinger kreisende Bewegungen um seine Schläfe herum. »Es kann ja auch sein«, beschwichtigte Remus, »dass er nur etwas getrunken hat und nicht mehr ganz...« »Nein«, unterbrach Hermine, die von allen die Einzige war, die noch immer sehr aufgebracht über die Situation war. »Das hätte ich gerochen, wenn er etwas getrunken hätte.« »Wie kannst du dir das so sicher sein?«, fragte Ron. »Er war so dicht bei mir, dass er mir versehentlich auf die Wange...« Unterbrechend sagte Ron mit verzogenem Gesicht. »Er hat dich angespuckt? Oh. Hermine, bitte wasch dir das Gesicht.« Von seinem Kommentar völlig unbeeindruckt, sagte Hermine. »Ich werde mit ihm reden.« »Aber nicht jetzt.« Von der Idee war Ron so gar nicht begeistert. »Das wird sich nur um ein Missverständnis handeln.« Harry stimmte ihm auch noch zu. »Hermine, warte bitte, bis er sich beruhigt hat. Rede morgen mit ihm.« Sie wollte die Angelegenheit sofort geklärt wissen, spielte sogar mit dem Gedanken, Albus einzuweihen, dass es jemand im Schloss geben würde, der sich als Hermine Granger ausgab. Nur widerwillig blieb Hermine noch bei Harry. Als Tonks abends um 9:30 gekommen war, verteilte Hermine schon einmal ihre Geschenke, weil sie morgen zu Weihnachten keinen ihrer Freunde sehen würde. Jeder hatte sich tatsächlich über die Gutscheine gefreut, obwohl es Hermine unangenehm gewesen war, sich nicht um Geschenke gekümmert zu haben. Natürlich waren nicht alle Gutscheine für das gleiche Geschäft. Ron hatte einen für ein Sportgeschäft bekommen, Remus einen für Bücher, weil er ihre Liebe dafür teilte. Für Harry, Tonks und Ginny, Hermine wusste gar nicht mal mehr, von welchen Läden diese Gutscheine stammten,
denn mit ihren Gedanken war sie bei ihrer möglichen Doppelgängerin, die hier in Hogwarts ihr Unwesen zu treiben schien. Als sie den Gutschein für Severus in ihrer Tasche sah, da stand ihr Entschluss fest. Ich gehe, seid mir nicht böse. Sie ließ sich von Harry zur Tür begleiten. Es war mittlerweile kurz nach 11. Sag mal, Harry, braucht ihr die eine Flasche Feuerwhisky noch? Sie deutete auf eine von dreien, die sie heute bestimmt nicht mehr alle trinken würden. Nein, willst du sie haben? Er griff nach dem Whisky, hielt aber die Flasche fest, als Hermine danach griff und fragte: Willst du dir Mut antrinken oder einen mit ihm heben? Beides? Sie lächelte gequält. Ich muss mir keinen Mut antrinken. Ich habe schon genügend von Remus Eierpunsch-Intus. Ein Schluck hiervon. Sie rüttelte an der Flasche, sodass Harry losließ. Und ich bin voll wie eine Hobbitze. Sei vorsichtig, ja? Und wenn er noch zu wütend ist, dann komm lieber wieder zu uns. Warum sollte er auf mich wütend sein? Ich habe doch überhaupt nichts getan. Und das werde ich ihm klar machen. Ich sage nur Samthandschuhe, Hermine. Reiz ihn nicht. Dann ist mir wohler bei dem Gedanken, dass du ihn jetzt auch noch besuchst. In die Runde winkend wünschte Hermine weiterhin einen schönen Abend, bevor sie die Flasche einpackte und ging. Die Kerker waren nachts noch viel unheimlicher als am Tage. Ab und an pfiff ein Wind durch die Gänge, der ihr eine Gänsehaut über den Rücken laufen ließ. Beim Gemälde von Salazar angelangt, stutzte Hermine, denn der Rahmen war leer. Und sie fragte sich, ob Salazar womöglich, wie viele andere am Heiligabend, eine kleine Party besuchen würden. Vorsichtig klopfte sie neben dem Bild an die Holztür und wartete, damit man sie hereinbeten könnte. Doch nichts tat sich. Sie klopfte erneut und wieder kam keine Antwort. Vorsichtig probierte sie, ob die Tür offen war, und tatsächlich, nachdem sie die Klinke betätigt hatte, konnte sie eintreten. Drinnen war es stockdunkel. Etwas Weiches stupste an ihrem Oberschenkel und kurz darauf fiepte ein Hund. Severus? Fragte sie zaghaft in die Dunkelheit. Den Hund wieder nach drinnen schiebend, schloss sie die Tür hinter sich, bevor sie nochmals, diesmal ein wenig lauter, seinen Namen rief. Mit Hilfe ihres Stabes und eines Incendio entfachte sie sämtliche Fackeln und Lampen und sie erschrak, als sie Severus auf der Couch sitzen sah. Er stöhnte, bevor er matt fragte: Was wollen Sie? Es schien, als hätte er keinerlei Energie mehr in seinem Körper, um auch nur ansatzweise bösartig zu sein. Ich dachte, wir könnten zusammen... Sie fischte die Flasche aus ihrer Tasche und zeigte sie ihm. Im gleichen Moment fiel ihr die fast leere Flasche auf dem Couchtisch auf. Aber wie ich sehe, haben Sie schon ohne mich angefangen. Bitte gehen Sie. Er machte sich nicht einmal die Mühe, sie anzusehen. Resignierend nickte sie. Ich bin gleich wieder weg. Bevor ich zu Albus gehe, möchte ich von Ihnen wissen, wo Sie mich gesehen haben wollen. Denn ich schwöre bei allem, was mir heilig ist, dass ich den ganzen Abend bei Harry und Ginny gewesen bin. Wenn hier im Schloss jemand mit meiner Gestalt herumläuft, dann sollte der Direktor davon erfahren, meinen Sie nicht? Jetzt blickte Severus auf und seine Augen waren, wie sie zum ersten Mal in ihrem Leben sehen konnte, vor Entsetzen weit aufgerissen, was er durch den Alkohol nicht sofort überspielen konnte. Er wandte schnell seinen Blick von ihr ab, griff zur Flasche und schenkte den Rest ein, der sich kaum zu trinken lohnte. Vielleicht möchten Sie den probieren? Hermine kam einige Schritte auf ihn zu und hielt ihm die Flasche mit dem Etikett unter die Nase, das er kurz betrachtete. Haben Sie die Putzvorräte von Filch geplündert? Grinsend nahm Hermine zur Kenntnis, dass sie offenbar einen Whisky der Sorte erwischt hatte, den Severus höchstens zum Desinfizieren von Toiletten empfehlen würde. Tut mir leid, was anderes habe ich nicht bei mir. An jedem anderen Abend hätte Hermine sich, ohne vorher zu fragen, neben ihn gesetzt, doch heute nicht. Die verschmähte Flasche verstaute sie
bevor sie erneut fragte. Wo haben Sie mich gesehen? Oder haben Sie es sich womöglich... Er warf ihr einen strengen Blick zu und verbat es sich, nicht für voll genommen zu werden. Wenn Sie schon vorher getrunken haben sollten, könnten Ihre Sinnen Ihnen womöglich... Ich wandere nicht alkoholisiert durch die Schule. Das wollte ich damit doch gar nicht zum Ausdruck bringen. Verteidigte sie sich. Haben Sie aber. Er stöhnte. Vergessen Sie es. Wo? Ich sagte... Er stand auf und blickte sie streng an. Dass Sie es vergessen sollen. Er ging hinüber zu einem Schrank, um eine neue Flasche Whisky zu holen und zu Hermines Erstaunen auch ein zweites Glas. Er schenkte sich und ihr etwas ein und reichte ihr das Getränk, das sie noch immer stehend entgegennahm. Severus nahm wieder Platz und blickte fragend zu ihr auf. Warum sitzen Sie nicht längst? Ich wollte nicht aufdringlich sein und erwarten, bis Sie mir einen Platz anbieten. Er schnaufte amüsiert, bevor er sagte, da können Sie lange warten. Mit zusammengekniffenen Lippen nahm Hermine einfach Platz, sodass er sich nicht verkneifen konnte, ihr vor Augen zu halten. Sehen Sie, Sie tun ja doch immer, was Sie möchten. Es ist unhöflich, einer Dame keinen Platz anzubieten. Er öffnete bereits den Mund, um ihr eine seiner Bemerkungen entgegenzuschleudern. Da verbesserte sie sich schnell. Einer Frau. Ah, noch schnell selbst vor meinen Worten gerettet. Fies grinsend, aber mit einem Schalk im Nacken, warf er ihr vor. Sie benehmen sich in der Regel nicht gerade sehr damenhaft. Er hörte ein Geräusch, das er bei ihr noch nie wahrgenommen hatte. Sie hatte Luft zwischen die Lippen hervorgepresst, dass es sich wie ein Pff angehört hatte, bevor sie einen Schluck Whisky nahm. Wortgewandt wie immer, scherzte er. Das war ein eindeutiges Totschlagargument. Ich ergebe mich. Ja, ja, begann sie beschwingt. Ich kann Leute in Grund und Boden reden, wenn ich möchte. Das glaube ich ungesehen, bestätigte Severus mit gespielt ernster Miene. Ich nehme an, es muss jedes Mal ein Bergungskommando gerufen werden, um die Leute, die es gewagt haben, mit ihnen eine Diskussion zu beginnen, wieder aus dem Erdreich zu befreien. Und genau das ist der Grund, feuerte sie gleich zurück, warum ich im Mungus unbedingt die Bergungszauber lernen wollte. Sie blickte auf und hielt angestrengt jegliches Lächeln aus ihrem Gesicht fern, und auch er schien echte Mühe dabei zu haben. Ich habe ein Weihnachtsgeschenk für Sie, Severus. Ich weiß ja nicht, ob ich Sie morgen sehen werde. Sie kramte in ihrer Tasche. Das trifft sich gut. Ich habe nämlich auch für Sie eins. Ich hoffe, Sie haben meinen Geschmack getroffen und es sich nicht leicht gemacht, indem Sie einfach einen Gutschein... Sie hielt inne und stopfte das, was sie gerade aus ihrer Tasche ziehen wollte, wieder zurück. Was denn? Spottete er. Tatsächlich ein Gutschein? Wenn ich ehrlich bin, habe ich von Ihnen mit einem Buch gerechnet. Ein Gutschein also. Geben Sie schon her. Sie zog den Umschlag aus ihrer Tasche heraus und überreichte ihm ihn. Den Gutschein entnehmend, blickte er auf das schwarze Stück festen Papiers mit seiner gelben Schrift, bevor er erstaunt von sich gab. Von Bergen und Bergs? Ich bin fassungslos. Haben Sie den Laden selbst betreten oder mussten Sie einen Freund vorschicken? Ich war selber drin. So schlimm ist das Geschäft gar nicht mehr. Ich dachte mir, als Sie neulich so ein großes Interesse an der Malfoyschen Sammlung schwarzer Relikte gezeigt haben, dass ein Gutschein von Bergen und Bergs die beste Lösung wäre. Ich wollte nicht einfach etwas kaufen. Ich kenne mich auf diesem Gebiet zu wenig aus. Mit einem entzückten Funkeln in den Augen fragte sie neugierig. Was haben Sie für mich? Severus ging kurz in sein Schlafzimmer und kam mit einigen Papieren in der Hand zurück. Er fragte sich, ob er vorher erklärende Worte fallen lassen sollte, doch er entschied sich dagegen, sagte nur, als er die Unterlagen überreichte. Das eine hängt vom anderen ab. Verdutzt, aber dennoch nicht weniger neugierig, nahm sie die Papiere entgegen. Das erste
war ein Formular vom Ministerium, welches bereits auf ihren Namen ausgestellt war. Es handelte sich dabei um die Anmeldung zur Zaubertränke-Meisterprüfung, mit der sie ihren Titel erlangen würde. Den Rest las sie nicht, sondern sie holte das zweite Papier in den Vordergrund. Ihre Hände begannen zu zittern, als ich ihr offenbarte, dass er sie loswerden wollte. Und nicht nur das, er wollte sie weit wegschicken. Das zweite Papier war ein Ausbildungsvertrag mit einem selbst ihr namentlich bekannten und in Fachkreisen sehr angesehenen Professor in Japan, der ihres Wissens noch nie eine Auszubildende aufgenommen hatte. Das stellte also ein Geschenk an sie dar, dachte sie verbittert. Erst die Prüfung und dann eine Ausbildung in einem fernen Land? Sie schaute nochmal auf das Formular des Ministeriums. Der Prüfungstermin war für Freitag, den 16.01. festgelegt. Severs Unterschrift fand sich bereits unten rechts wieder, nur sie müsste noch unterschreiben. Die Stille, die von ihr ausging, fand Severus beängstigend, doch dann hatte sie sich gefasst. Sie erhob sich von der Couch und sagte sehr ernüchtert, während sie offenbar ihre Lautstärke unter Kontrolle halten musste. Eines kann ich Ihnen sagen, Severus. Ihr Geschenk macht mich auch fassungslos. Dann... Er klang unsicher. Gefällt es Ihnen? Ich möchte ganz ehrlich sein. Sie musste tief ein- und ausatmen, um ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten. Ich finde es armselig, dass Sie nicht einmal dazu imstande sind, mir ins Gesicht zu sagen. Ihre Stimme wurde stetig lauter. Dass Sie mich nicht ausstehen können und Sie mich nicht mehr weiter unterrichten möchten. Sie atmete aufgebracht. Stattdessen sagen Sie es mir auf diese Weise. Sie hielt ihm die beiden Papiere hin, die sie mit ihrer vor Wut geballten Faust ganz zerknautscht hatte. Und dann auch noch an so einem Tag wie heute. Von ihrer Reaktion völlig aus der Bahn geworfen, sagte er nur, Sie überreagieren. Ich über? Sie begann zu lachen, bevor sie ihn nachäffen konnte. Ich überreagiere? Sie nahm ihr Glas vom Tisch und leerte den Doppelten auf Ex, bevor sie das Glas fest in die Hand nahm und gegen die nächste Wand schleuderte, an der es laut zerschellte. Sodass der Hund zweimal aufgeregt bellte. Mit dem Finger auf das entzweigegangene Glas zeigend, sagte sie mit erhobener Stimme. Jetzt habe ich überreagiert. Möchten Sie mal sehen, wie es aussieht, wenn ich so richtig aus der Haut fahre? Ich denke, mit dieser kleinen Demonstration kann ich mir bereits ein gutes Bild davon machen. Erwiderte er so ruhig wie möglich. Verdammt nochmal, Sie hätten mir sagen können, dass Sie meiner überdrüssig sind. Und ich meine nicht während solcher Momente, in denen Sie mich nur davon abhalten wollen, mich irgendeiner Gefahr auszusetzen oder auf dem Dachboden herumzustöbern. Seien Sie doch einfach ehrlich und sagen Sie es mir ins Gesicht, dass Sie den Ausbildungsvertrag mit mir beenden möchten. Aber tun Sie das in Gottes Namen, nicht in Form eines Weihnachtsgeschenkes. Sie warf ihm die zerknüllten Papiere ins Gesicht, die er zürnend fing, bevor sie zu Boden schweben wollten. Wenn Sie die Güte hätten und mir die Gelegenheit geben... Sie unterbrach harsch. Die Gelegenheit geben, mich runterzuputzen? Halten Sie den Mund. Jetzt war er lauter geworden und ebenfalls aufgestanden. Entweder Sie nehmen Platz und hören mir zu, oder Sie verlassen auf der Stelle meine Räumlichkeiten. Ich habe es nicht nötig, um Ihre Aufmerksamkeit zu betteln. Sie hielt ihren Mund, aber sie setzte sich nicht, sondern stemmte demonstrativ ihre Hände in die Hüfte. Wie Sie womöglich gelesen haben, was ich allerdings bezweifeln möchte, ist keiner dieser Verträge verbindlich. Er zeigte auf das zusammengeknüllte Papier, bevor er zwei Schritte in Richtung Kamin machte, um sie ins Feuer zu werfen. In dem Moment, als Hermine die Unterlagen in Flammen aufgehen sah, war sie sehr viel ruhiger geworden. Sie wandte ihren Kopf, als Severus erneut zu sprechen begann. Sie haben so viel von Japan geschwärmt, dass ich dachte... Den Satz hatte er nicht beendet. Auch
wenn ich noch so sehr von einem Land schwärme, heißt das doch noch lange nicht, dass ich dort 3 Jahre lang leben möchte. Noch immer war ihre Stimme zittrig, doch nicht mehr so laut wie zuvor. Ich hielt es für eine gute Idee, rechtfertigte sich Severus. Ich hätte so eine Gelegenheit sofort ergriffen, hätte Professor Slughorn mir ein Angebot unterbreiten können. Er blickte zu Boden und wirkte nervös. Ich hätte gerne das Land verlassen. Dann wäre mir und anderen einiges erspart geblieben. Ich möchte in Schottland bleiben, sagte Hermine kleinlaut. Beide Augenbrauen in die Höhe ziehend, antwortete er. Niemand zwingt sie zu gehen. Dann möchten sie mich nicht loswerden? Nach dem heutigen Erlebnis mit ihnen? Er ging um sie herum, schaute zu den Scherben auf dem Boden. Als sie sich ihm zuwandte, sagte er: Wenn sie das beseitigen, dürfen sie bleiben. Mit einem Wutschen ihres Zauberstabes waren nicht nur die Scherben, sondern auch die paar Tropfen Whisky auf dem Steinboden verschwunden. Für die Zukunft, begann Severus, als er an ein Schränkchen ging, möchte ich Sie bitten, ein Geschenk bei Nichtgefallen einfach zurückzugeben. Er öffnete eine Schublade und zog einen Gegenstand mit einer Schleife heraus. Ich hatte im Laufe des Tages eine Elfe gebeten, dies hier. Der Gegenstand entpuppte sich als ein Geschenk, was für ein Buch viel zu länglich war, unter ihren Baum zu legen. Mit dem Geschenk in der Hand kam er auf Hermine zu und erklärte: Die Elfe allerdings teilte mir mit, dass der einzige Baum in ihren Räumlichkeiten ein... Er überlegte kurz. Wie nannte sie es noch? Dass es bei ihnen nur einen Zwergenbaum gäbe, unter dem kein Platz wäre. Mein Bonsai-Bäumchen, erklärte Hermine besänftigt, als sie das Geschenk entgegennahm. Die Unterlagen, das Feuer hab sie selig, sollten nur eine Aufmerksamkeit darstellen. Um das wieder gut zu machen, und da bereits der neue Tag begonnen hat, fände ich es angebracht, wenn sie das eigentliche Geschenk gleich öffnen würden, sagte er höflich. Er setzte sich wieder auf die Couch und betrachtete das hellblaue Papier mit seiner dunkelblauen Schleife. Langsam löste sie die Schleife, während sie in Gedanken zugeben musste, die Situation falsch verstanden zu haben. Andererseits, und so abwegig war der Gedanke nicht, konnte es aber auch sein, dass er nur die Notbremse gezogen und von seinem eigentlichen Vorhaben abgelassen hatte. Vielleicht hat er sie wirklich loswerden wollen und es sich im letzten Moment anders überlegt, dachte sie. Er wartete geduldig, bis sie auch das Papier entfernt hatte, um nun eine dunkelbraune hölzerne Box im Schoß liegen zu haben. Sie suchte an der länglichen Seite den Verschluss. Hier, sagte er, als er sich nach vorn beugte, nach der Box griff und sie in ihrem Schoß drehte, um eine kleine verdeckte Abriegelung zu offenbaren. Den Riegel betätigend, öffnete sie gleich im Anschluss die kleine Box, bevor ihr Blick auf ein edles Schreibfederset fiel. Die 3 weißen Gänsefedern waren von bester Qualität. Ein kleines Tintenfässchen befand sich ebenfalls darin, sowie ein Schreibblock. Das sind magische Schreibfedern, die ihre Diktate aufzeichnen können, erklärte er mit ruhiger Stimme. Aber nicht nur das. Er griff nach dem Schreibblock, öffnete ihn und schilderte: Wenn Sie die Sätze, die hier stehen, einmalig mit einer der Federn geschrieben haben, dann werden auch die anderen beiden in Zukunft Ihre Handschrift aufweisen. Ich denke, es wäre von Nutzen, wenn Sie während der Arbeit die Hände frei haben möchten. Sie seufzte. Und ich schenke Ihnen nur einen blöden Gutschein, den ich gut gebrauchen kann, versicherte er. Danke, hauchte sie gerührt. Sie wollte sofort ausprobieren, wie die magische Feder in ihrer Handschrift schreiben würde, doch er hielt sie auf, weil er ihre unruhige Hand bemerkte. Vielleicht sollten Sie das lieber morgen erledigen. Sie möchten doch nicht, dass die Federn durchweg eine zittrige Handschrift aufweisen, denn das würde geschehen, sollten Sie sie jetzt prägen. Er nahm ihr die Feder aus der Hand und packte alles wieder zurück in die Box. Seufzend griff Hermine in ihre Tasche, fischte das Glas mit ihren Pastillen heraus.
Sie schraubte den Deckel ab und entnahm zwei, die sie sich sofort in den Mund steckte, sodass Severus verdutzt ein wenig besorgt über die Menge in dem Glas fragte. Um Himmels Willen, was nehmen Sie da? Den Deckel wieder zuschraubend, antwortete sie. Das sind Stimmungsaufheller. Möchten Sie einen? Sie können sowas nicht wie ein paar Zitronenbonbons anbieten. Die sind eh für Sie, Severus. Ich habe sie gemacht, erst heute. Mit ein wenig Beklommenheit sagte sie. Hätte ich die Ihnen zu Weihnachten geschenkt, dann wären Sie sicherlich sehr erbost gewesen. So wie ich heute. Sie drückte ihm das Glas in die Hand, welches er ohne zu murren entgegennahm. Nehmen Sie sie. Sie werden helfen. Die haben bisher bei jedem geholfen, auch bei Harry. Wortlos starrte er das Glas an. Eine am Tag reicht. Es sind zwar Pastillen, aber Sie müssen sie nicht lutschen. Sie wirken genauso gut, wenn sie sich im Magen auflösen. Das Lutschen hat aber den Vorteil, dass der Appetit angeregt wird. Dann bitte ich Sie, die Pastillen zu schlucken, Hermine. Denn ich habe nichts hier, was ich Ihnen anbieten könnte, ohne die Hauselfen bemühen zu müssen. Erwiderte er trocken, bevor er das Glas auf den Tisch stellte. Möchten Sie noch einen Schluck? Er nahm die Flasche in die Hand. Aber nur einen kleinen, bejahte sie. Ich habe tatsächlich überreagiert, oder? Er winkte ab und spielte die Situation herunter. Vielleicht ein kleines bisschen. Darf ich es auf den Alkohol schieben? Weil er sie fragend anblickte, schilderte sie. Ich hatte schon Eierpunsch getrunken. In etwa 6 Gläser. Und Remus war mit dem Rum nicht gerade sparsam umgegangen. Ein Mundwinkel wanderte in die Höhe, doch Hermine konnte das nicht sehen. Es war zum Teil meine Schuld. Ich hätte zuvor doch einige Worte verlieren sollen. Ich dachte wirklich, begann Hermine, dass Sie mich vor die Türe setzen wollen. Sie sind bereit, Hermine. Mit Ihrem Wissen und Ihren Fähigkeiten schaffen Sie Ihren Meister mit links. Aber ich möchte noch ein paar Projekte ins Leben rufen und mit Ihnen zusammenarbeiten. Ich habe nur einmal in meinem Leben mit seltenen Wasserpflanzen gearbeitet. Das wäre etwas, das mich interessieren würde. Sie blickte ihn an und fragte unsicher. Oder ist das das Geld? Bin ich Ihnen zu teuer? Unfug. Außer dem Gehalt kosten Sie mich rein gar nichts. Dank Albus genießen Sie Unterkunft und Verpflegung, die nicht von mir finanziert werden. 600 Galleonen sind trotzdem sehr viel. Hielt sie ihm vor Augen. Gleich darauf wollte sie wissen. Was bekommen Sie eigentlich so als Lehrer? Etwas über 1300 Galleonen. Darüber hinaus sämtliche Arbeitsmittel extra. Und das Drachenei? War das in den Arbeitsmitteln mit drin? Nein, für solche ausgefallenen Zutaten muss ich schon selbst aufkommen. Aber ich kann Sie beruhigen. Mr. Weasley, Charlie, war mit dem Preis überaus entgegenkommend, nachdem ich ihm erzählt habe, wer meine Schülerin sei. Hermine lächelte. Nach einer ganzen Weile, die sie friedlich beieinander saßen, fragte sie nochmals. Wo haben Sie mich heute gesehen? Severus blickte sie an, als würde er erst nachdenken müssen, während seine Augen ihr Gesicht musterten. Ich habe sie nicht gesehen, sagte er mit müder Stimme, bevor er seinen Blick von ihr abwandte. Ich hatte sie nur in der Nähe vermutet, weil ihr Kniesel mir gefolgt war. Hermine glaubte ihm nicht. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.